Ja, hier habe ich auch ein klasse Weibchen. Da ist eine Puppe. Das ist aus einer Enkelin, Klein Figo. Aus dem Vollbruder Kannibal Kerkdurfchen ist das hier eine Enkelin. Und da ist das Weitstrecke drin. Und die Täubin habe ich an den Original von Piet van der Merwe Vohl dran getan. Der kommt aus den Robin. Da war ja wohl eine Supertaube bei Piet van der Merwe. Da war ja auch die Femke. Das waren unheimlich bekannte Tauben. Ja, die sind da drin. Und hier kommt auch wieder dieses Rostige zu tragen. Ja, ist auch eine wunderschöne Täubin. Bau alles. Ist eine Späte. Hat noch nicht, nee, steht noch auf drei Pine. Ja, wie gesagt, war nicht ganz so, die war schon ziemlich spät. Aber was mir am besten gefällt, ist hier das Auge. Obwohl, ob das jetzt ein Zuchtauge ist oder was. Aber das ist mal was anderes. Wenn das mal wenn die älter ist, ist ja jetzt noch jung, dann wird das auch noch besser aussehen. Ja, den typischen Figo-Kopf, also den Bosua-Kopf, sag ich mal.